So Leute, willkommen zurück zu Project Zero 2. Oh yeah. Im letzten Part haben wir wieder einiges über die Kiryu-Zwillinge erfahren und... Hier kann ich was untersuchen. Hm, hab ich gar nicht gesehen. Ja, jedenfalls wollen wir in diesem Part die Puppe wieder zusammensetzen. War ich hier überhaupt schon unten? Ich hoffe, es scheint Teil des Geländers zu sein. Das ist nicht mehr hier, ja. Wir wollen die Puppe wieder zusammensetzen, den Part, aber ich möchte natürlich erst noch die Items einsammeln, die ich nicht eingesammelt habe. Und ich erinnere mich gerade in dieser Sekunde an etwas. Hier unten waren wir tatsächlich noch nicht. Was zum Henker? Genau an dich habe ich mich gerade erinnert in diesem Moment. Deswegen ist das Gelände durchbrochen. Fatal Frame? Okay, ich mache einfach jetzt so. Wenn ich schon mal diese Gelegenheit bekomme. Ja. Oh, jetzt! Fatal Frame! Fatal Frame! Fatal Frame! Oh, wow. Das war ein verdammt guter Kampf, möchte ich mal sagen. Und wir haben noch einen Edelstein uns beim letzten Mal gar nicht angehört. Das ist mir mal wieder am Ende der Aufnahme eingefallen. Deswegen machen wir das beides jetzt mal. Boah, da habe ich aber ordentlich Punkte abgesahnt gerade. Kann ich direkt mal aufbessern. Ladegeschwindigkeit. Ladegeschwindigkeit ist immer gut. Die Ladegeschwindigkeit ist mein Freund. Okay, aber erst einmal den Stein vom Puppenmacher. Wahrscheinlich. That thing is not a doll. But it's not my daughter either. It's a ghost. I have to kill it. It's just like my daughter. And yet, it has to die. Its arms, its head. Where did I hide them? Mal die Bestätigung dafür, der Puppenmacher, der auch dann gesagt hat, dass er sie umbringen muss. Sie, es, wohl eher die Puppe. Das war natürlich der Stein von der Frau gerade. Den haben wir schon gesehen. Aber das, als das Geländer war oben kaputt. Ganz offensichtlich, weil sie dort hinuntergesprungen sind. Ach so, das ist hier. Hier waren wir sehr wohl schon. Dieser Geist wird nur erst getriggert, wenn wir uns das Geländer ansehen. Oder wenn wir runterkommen. Eins von beiden wird es sein. Okay, wir werden jetzt aber... nicht die Puppe zusammensetzen. Die Wii U lädt gerade schon wieder wie verrückt. Kommen die Geister etwa schon wieder? Ich sag's doch gerade noch. Ich hoffe, es geht trotzdem auf die Tür. Okay. Alles klar. Wir kommen offensichtlich immer in diesem Raum hier. Okay, und wir können vor ihnen fliehen. Das beim zweiten Mal hätte ich sie wahrscheinlich gar nicht mehr besiegen müssen. Ich denke aber, das waren wieder die Zwillinge. Ich habe jetzt nicht genau hingehört, was da gesagt wurde. Was ich nicht genau verstanden habe. Ich glaube, das waren ihre Stimmen. So, wir haben hier noch zwei Items. Eins da hinten. Ja, genau, eins da hinten. Da muss ich aber erstmal reinkommen. Aber erstmal heben wir das hier auf. Thank you.
Das war nur Weihwasser? Den habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Ich hatte eigentlich etwas im Kopf, was hier noch kommt. Hier konnte ich ja nicht durch, ne? Nee. Ich möchte aber gerne noch da hoch. Genau hier. Schick. Sieht so aus wie... Alter. Guckt euch mal das Gesicht von dem Ding an. Das war so offensichtlich, dass ich nicht damit gerechnet habe. Auch wenn es vielleicht komisch klingt, aber... Ich habe es auch noch so konzentriert angestarrt und trotzdem habe ich mich gerade extrem erschrocken. Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Beziehungsweise, vielleicht tun wir es auch einfach nicht. Trotzdem strange, ich hatte eigentlich... was im Kopf hier, aber gut. Boah, Gott, Leute, dann können wir jetzt nur noch... noch eine Sache machen, das ist die Puppe zusammensetzen. Ich gehe mal kurz speichern hier. Kann ich nicht einfach auch so rumgehen, fällt mir gerade auf. Ich gehe deswegen speichern, weil... man kann ja nie wissen. Ich meine, wir sind jetzt schon zweimal gestorben hier in diesem Projekt. Sind wir jemals kaputt gegangen? Kaputt gegangen? Gestorben eigentlich? In dem... Originalspiel? Wo war denn das Zimmer nochmal? Was ist das hier? Moment, wo? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine, es war hier lang. Und dann irgendwo am Ende des Ganges. Die Zwillinge scheinen aber nur in diesem einen Raum aufzutauchen. Ich mag es nicht, wenn ich diese Ladegeräusche von der Wii U höre. Das heißt meistens nichts Gutes. Muss ich irgendwo weiter? Ah nee, warte, das war das Zimmer. Klar. Der Puppenraum. Selbstverständlich. Ich habe schon in den letzten Parts mehrmals gesagt, Leute. Ich weiß, dass bald eine Stelle kommt, auf die ich mich jetzt schon freue. Kann ich das so untersuchen? Nein. Gut, auf in den Puppenraum. Schönes... dann geben wir mal ihre Arme zurück. Und den Puppenkopf. Bestimmt fehlt noch etwas. Warte, ich muss nochmal zurückgehen jetzt, echt? Ich gehe einfach wieder. Okay, das... in dem Zimmer, wo der Bauplan war. Muss ich ja wirklich einfach wieder zurücklatschen. Hm, na gut. Ich gehe jetzt aber wieder den Weg entlang, damit wir nicht auf die Zwillinge stoßen. Müsste ja hier in der Nähe gewesen sein. Moment mal, wir stoßen auf die Zwillinge. Verdammt, weil ich da nochmal durch muss, durch den Flur. Ich muss. Gleich sofort. Ich
Komm in den verbotenen Raum. Okay, also direkt nach rechts. Möglichst schnell. Und dann der zweite Raum. Jetzt kommen sie nicht. Vielleicht werden sie nur im oberen Teil getriggert. Oben, wenn man auf die Karte blickt. Ach, guck mal. Was ist hier? Ah, da in der Ecke. Ah. Versenkte Notiz. Meine Puppe funktioniert nicht ohne ihre Seele. Jedes andere Teil kann ich in meiner Werkstatt kopieren, doch man kann niemals zwei Seelen in derselben Art und Weise herstellen. Jene Seele ist der Schlüssel. Ich darf sie ihr nicht geben. Ich muss sie stets bei mir tragen. Die Seele fehlt. Was soll uns das jetzt sagen? Sind das versenkte Puppenteile da? Das Haus der Kirius, Leute. Gibt's direkt eine Jan-Schelle. Das ist noch einfach offen. Es war irgendwie klar, dass hier doch was passiert. Was ist da hingefallen? Das scheint nicht wichtig zu sein. Soll ich jetzt einfach wieder zu dem Raum hin? If the ceremony isn't held. Hat der mir gerade die Tür angezeigt? Sind da mehr Puppen runtergefallen? Oh. Was ist das für einer? Das ist der Puppenmacher, oder? Der ist neu. Das könnte ja echt sein. Wow, 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 wow. Ah, hinter mir. Wow, wow, wow. Kumpel, wär's, wenn du dich nicht immer in Wände teleportieren würdest. Verdammt wenig Schaden. Ich nehme mal den stärkeren Film. Wow, wow, wow. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Da ist ein paar Ding auf mich zugeflogen. Das sind mehrere. Schön. Und die gehen nicht kaputt. Ja, ach Gott, bei Mio, bitte umdrehen. Gehen die auch mal weg? Kann ich fliehen? Lass mich raten, nein. Selbstverständlich nicht. Ich kann den... Ich kann den Puppen nichts tun. Ich habe überhaupt keine Zeit, den Typen anzuvisieren.
nutzt nichts. Wo ist der? Oh, das war ein guter Schuss. Ah, die Puppe ist kaputt, okay. Sie gehen also scheinbar doch kaputt. Wenn ich oft genug drauf schieße, Fragezeichen, oder wenn ich ihn damit gleichzeitig erwische. Mist, er ist verschwunden. Oh, der ist anstrengend. So, ist die andere weg jetzt? Scheint gerade nichts weiter zu sein. Wow. Hi, Kumpel. Mist. Ganz knapp verfehlt. Ich bin einfach so. Hab ihn mal verlangsamt. Keine neuen Puppen gespawnt bisher. Komm. Wie ruhig er guckt, irgendwie finde ich das verstörend. Schon einen Schuss brauche ich noch. Dann habe ich dich. Oh nein. Er beschwört wieder. Was? Verdammt! Ah, das schon wieder. Die sind auch wieder da. Oh wow, er steht direkt in mir. Okay, schieß halt wach. Ich glaube, die Puppen gehen dadurch kaputt. Oder auch nicht. Oder nur eine. Nee, der andere ist auch da. Boah, er hat sich aber richtig hart geheilt wieder. Gott, ist der hartnäckig. Puppenschein. War nicht da zu sein. Nee, okay, er hat aufgehört. Er selbst macht eigentlich gar nichts. Oh nein. Mist, habe ich ihn gerade erwischt und er steht in der Wand drin. Oh, jetzt hat er... Oh, er hat was vor. Verdammt, ich glaube, da hätte ich ihn gerade tatsächlich mal Fatal Frame können. Das Problem ist, meine Kamera brauchte mal eine halbe Stunde, bis ich neues Foto machen kann. Oh ja, Fatal Frame! Der war echt hart. Der war anstrengend. Wo der geistige Befall ist etwas zurückgeblieben. Ja, es sind Glasaugen, aber... Das musste ja sein. Ich konnte mich an diesen Teil gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ups. Um die Puppe zum zurückzubringen, muss ich erst ihre Stränge durchtrennen, sodass sie bewegungsunfähig wird. Nur so kann man sie hineinstürzen. Asami weiß, dass ich vorhabe, sie zu töten. Deshalb kontrolliert sie Akane, um sie dazu zu bringen, mich zu töten. Ich werde dafür sorgen, dass die Puppe zum zurückkehrt, auch wenn ich selbst hineinblicken muss. Ich muss meine Tochter erneut töten. Ich muss erneut ein Stück von Akanes Herz herausreißen. Wenn diese Zeremonie nicht gewesen wäre, hätte ich nichts von alledem tun müssen. Puppe kontrolliert Akane, die Schwester, erinnert euch, und zweimal töten, weil sie einmal durch die Zeremonie gestorben ist. Und jetzt nochmal. Öffne der Puppe die Augen und gib den Maiden ihre Seele.
Wenn die zwei Maiden einander gegenüberstehen, öffnet sich der Weg des Himmels zum Haus. Die Zwillingspuppen stehen auf einer mechanischen Uhr mit 12 Positionen. Wenn du nach links drückst, dreht sich die linke Maid 3 Positionen nach links und die rechte Maid 1,5 Positionen nach links. Beide Kiryu-Puppen drehen sich 1,5 Positionen nach rechts, wenn du nach rechts drückst. Wenn die linke Maid nach 3 Uhr blickt und die rechte Maid nach 9 Uhr blickt, sie sich also gegenüberstehen, öffnet sich die unterirdische Passage zum Haus. Was die Tachibana-Puppen angeht, so dreht sich die linke Maid 4,5 Mal Position nach links und die rechte Maid 2 Positionen nach links, wenn du nach links drückst. Tachibana-Puppen. Wichtig, merken. Wenn du nach rechts drückst, dreht sich die linke Maid 1,5 Position nach rechts und die rechte eine Position nach rechts. Moment. Das gucke ich mir jetzt später nochmal durch, wenn es soweit ist. Wenn die linke Maid nach 3 Uhr blickt und die rechte Maid nach 9 Uhr blickt, sie sich also gegenüberstehen, öffnet sich der Weg des Himmels zum Haus. Jetzt haben wir es aber, Leute. Und ich möchte diesen Raum bitte verlassen. Komme ich hierüber auch dahin? Nein. Ich gehe noch... Oh, speichern, wenn ich darf. Noch ein bisschen Film. Oh, ein Geisterstein. Kann ich vielleicht schon wieder... Ja, guck mal, ich könnte... Jawohl. Puh. Also kam auch schon ziemlich getuned. Sehr, sehr nice. Schnell. Okay, ich darf speichern. Gut, alles klar, Leute. Das war wieder sehr intens. Harter Kampf, harter Kampf. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir dafür sorgen, dass die Puppe ihre Augen wieder bekommt. Und ja, schauen wir mal, was dann passiert. Bis dann, Leute. Ciao.